Es war das Spitzenspiel dieser Runde mit Ibe in der Favoritenrolle. Die Berner hinterließen in den letzten Wochen den etwas konstanteren Eindruck. Erste Szene, Freistoß für Servet. Lombardo. Kader, 6. Minute. 1:0 für die Gäste. Ibe hielt noch den Mittagsschlaf. Servet mit dem bereits 14-fachen Torschützen Kader nutzte das Freispiel, das den Genfern von Wölfli und Co. gewährt wurde. Ein miserabler Beginn von und für U21-Keeper Marco Wölfli. Ibes Reaktion mit Mania und Rocha. Rocha durfte unbehelligt losziehen. Von Gegenspielern keine Spur. Sermetta versetzte Diogo. 10. Minute, der Ausgleich. Tag der offenen Tür im Neufeld. Platz in Hülle und Fülle und Servet-Goli Roth machte auch keinen Wank. Und so konnte Marco Wölfli schon rasch seinen Fehler beim 0:1 verdrängen. Weiter ging es in diesem Stil. Von konzentrierter Abwehrarbeit beidseits war nichts zu sehen. Nun, uns soll's recht sein. Stefan Chapisa. Häberli, Riesenchance zum 2:1. Aber sofort auf die andere Seite. Asiavonu. Für den völlig freistehenden Lombardo. Kader erneut alleine gelassen. Man bekam den Eindruck, die beiden Teams würden heute in einer Art Gentleman-Agreement für einmal auf Verteidiger verzichten. Ibe besaß in diesem Spiel der vielen, bisher verpassten Chancen ein leichtes Plus. Die nächste Szene. Sermetta. Mania scheiterte an Sebastian Roth. Gespielt waren gerade mal 22 Minuten, 2 Tore, zig Chancen, Offensivfußball war Trumpf. Servet blieb keine Antwort schuldig, sozusagen Auge um Auge, Chance um Chance. Mohamed Kader, Zentimeter fehlten, aber es war schon verrückt, wie hilflos sich beide Abwehrreihen phasenweise verhielten. Fehler aber auch im Mittelfeld. Asiavonu, wie ein Traumtänzer, verlor den Ball an Häberli und der sah Leandro aus extrem offside-verdächtiger Position startend. Leandro, Ball und Vardanyan im Netz. Der Treffer zählte. Ibe führte nach einer halben Stunde 2:1. Die Offside-Situation können wir leider bildmäßig nicht auflösen. Leandro erledigte jedoch seinen Job mit Bravour. Aber Augenzeuge Schellibaum war sich sicher, das war ein so klares Offside. Servet lernte nicht aus seinen Fehlern. Wieder ein Ballverlust im Mittelfeld. Ibe schaltete blitzschnell um. Chapisa, Häberli, Leandro, unmöglich, er traf nur den Pfosten. Es war dies die letzte von unzähligen Torraumszenen vor der Pause. Hans-Peter Zaug litt wie Fabio Capello, Leandro mio. Recht hatte er, aber diese erste Halbzeit machte Spaß. Der hohe Spaßfaktor blieb den Fußballfans erhalten. Sermetta mit einem super Pass auf Chapisa, kein Offside, alles regulär. 48. Minute, Chapisa, wie kannst du nur? Keine Frage, Ibe besaß die besseren Offensivkünstler. Im Minutentakt ging's weiter. Diesmal entwischte Leandro den Genfer Abwehrschlafmützen. Sein Pass erreichte Chapisa. 49. Minute, 3:1 für Ibe. Saisontor Nummer 15 für den Oldie. Oldies but Goldies. Leandro zeigte ein starkes Spiel, lief unermüdlich, schoss das 2:1 und bereitete das 3:1 vor. Und Chapisa geht auch mit 34 Jahren noch dahin, wo es wehtun kann. Leandro hingegen hatte nur Zärtlichkeiten zu bieten. 1:3, Servet musste mehr tun. Lombardo ebenfalls mit einem guten Auftritt. Spielte Zambrella frei, 63. Minute, das Anschlusstor. Auch punkto Spannung kamen die 7500 auf ihre Kosten. Die IB-Abwehr verwundbar bei jedem Angriff. Zwischen Defensive und Offensive lagen leistungsmäßige Welten. Hier der Beweis, der direkte Gegenzug mit Melunovic. Leandro legte auf für Chapisa.
Sermet, reaktionsschnell. 60 Sekunden nach dem zweiten Genfer Tor schoss Ibe das 4:2. Und das war die endgültige Entscheidung in diesem offensiven Spitzenspiel. Danach hatten die Akteure aus Bern und Genf genug. Keine Tore mehr und auch sonst war nicht mehr allzu viel los. Lauter strahlende Gesichter bei den Berner Young Boys. Die Champions League Qualifikation rückt näher. Schönen Angriffsfußball haben beide Teams geboten. IB Sieg war verdient.